In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema befassen, warum es nur bedingt sinnvoll ist, sich durch die ganze Breite zur Verfügung stehende Finanzliteratur hindurchzuwälzen, wenn du dein eigenes Portfolio aufstellen möchtest. Schau rein und erfahre mehr dazu. Ja, wenn du auf einmal einen hohen Geldbetrag auf deinem Konto hast und dich mit dem Problem konfrontiert siehst, dass dieses Geld jetzt irgendwie angelegt werden muss, ist natürlich für viele von uns der erste Schritt mal bei Amazon zu gucken, was denn so alles über Geldanlage geschrieben wurde. Und wenn man da Geldanlage eingibt, stellt man fest, es gibt viele, viele tausend verschiedene Bücher zum Thema Geldanlage. Da ist dann schon mal die erste Frage, welches wähle ich denn jetzt? Was ist ein sinnvolles Buch? Da gibt es durchaus sinnvolle, tolle finanzwissenschaftliche Bücher. Es gibt wirklich absoluten Mist über Geldanlage geschrieben. Für den Laien erstmal schwierig auseinanderzuhalten. Es gibt fantastische Geldanlagebücher, die wirklich auch nett aufbereitet sind, so die spannend zu lesen sind, wo Geschichten reingepackt sind. Ganz, ganz toll. Und auch da ist es wieder schwierig, erstmal das für sich Richtige zu finden. So sagen wir, du hast dich da richtig reingearbeitet, hast dir einfach mal 5, 6 verschiedene Finanzbücher auf deinen Nachttisch gelegt und hast sie auch alle noch gelesen. Bringt dich das wirklich weiter für deine ganz persönliche Finanzstrategie, für deine ganz persönliche Strategie zu deinem finanziellen Erfolg? Ich habe da meine Zweifel. Natürlich kann man das nicht komplett verneinen. Es gibt tatsächlich Menschen, die in der Lage sind, Wissen aus Büchern zu schöpfen und das tatsächlich in die Praxis umzusetzen, so Autodidakten. Ich glaube aber, gerade beim Thema Finanzen ist es eher die Minderheit. Und jeder stößt früher oder später an seine Grenzen. Warum? Weil es um dein persönliches Geld geht. Es geht um deine Zukunft. Es geht um deinen komfortablen Ruhestand. Du weißt ganz genau, wenn du Fehler machst in deiner Kapitalanlage, ist Geld weg, das du so schnell nicht wiederholen kannst. Das heißt, du gefährdest unter Umständen tatsächlich deinen persönlichen komfortablen Ruhestand und unter Umständen sogar noch das Kapital, was irgendwo über Generationen erhalten bleiben soll. Du hast also eine gewisse Hemmschwelle. So, und vergleich das doch mal mit dem Beispiel, du würdest gerne klettern gehen. Du würdest echt gerne mal so eine steile Wand erklimmen mit Pickel und Haken und Steigeisen und Seil und so weiter und weißt, okay, da gibt es tolle Bücher drüber. Gibt es fantastische Bücher drüber. Du holst dir mal eine Handvoll Bücher zum Thema Klettern und liest die alle durch und weißt dann ganz genau, das sind die Sicherheitsstandards, dieses Equipment brauchst du, der Alu-Karabiner ist besser als der aus Stahl, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Du hast das beste Equipment dir zusammengesammelt aufgrund der Anleitung in diesen Büchern, hast das beste Seil, hast den besten Helm, alles passt super und dann ziehst du los, juha, juche, gehst an die Wand und stehst unten an der Wand, schaust hoch und denkst, oh, jetzt heißt es, in die Praxis zu kommen. Du hast also den besten Helm auf, du hast den Karabiner, du hast dein Seil, machst den Knoten an deinen Klettergurt und klingst den Karabiner ein und machst den ersten Schritt. Und schon beim ersten Schritt merkst du, ist doch was anderes, in so eine Wand einzusteigen, als nur ein Buch darüber zu lesen. Kunden, mit denen ich spreche, sagen genau das Gleiche bei dem Thema Kapitalanlagen. Es ist etwas anderes, sich Wissen über Kapitalanlagen, über Finanzmärkte anzueignen und dann den ersten Schritt zu gehen und sich sein Portfolio selber zusammenstellen und das Geld selber auf eigene Faust zu investieren. Genauso wenig, wie ich dir rate, mit theoretischem Wissen über Klettern in die Wand einzusteigen und mal ehrlich, dein Leben zu riskieren, genauso wenig rate ich dir, auf eigene Faust deine Kapitalanlagen zu machen. Warum? Es fehlt einfach der eine ganz, ganz entscheidende Faktor und das ist die Erfahrung. In der Wand beim Klettern macht Erfahrung unheimlich viel aus. Wenn du einfach viele, viele Klettersteige gegangen bist, wenn du viele Wände erklommen hast und da Profi bist, dann weißt du einfach intuitiv, was zu tun ist. Du weißt ganz genau, wenn jetzt der Sturz von oben kommt, der Felssturz, du musst dich an die Wand kauern und weißt, was du zu tun hast, um dein Leben zu sichern. Wenn du, wie ich,
einfach schon viele, viele Jahre mit Kapitalanlagen zu tun hast, viel, viel, viel Literatur dazu gelesen hast, einfach praktisch in der Praxis mal drei massive Krisen wie ich durchlebt hast und in diesen Krisen tatsächlich Kunden betreut hast, dann hast du einfach Erfahrung, die dir als neuer Anleger abgeht. So mit dieser Erfahrung kannst du ganz anders in Finanzkrisen agieren, als wenn du neuer Anleger bist, als wenn du unerfahrener Anleger bist. Das heißt, aus diesen Büchern, aus der tollen Finanzliteratur kannst du keine Erfahrung herausziehen und dieser Faktor ist unbedingt erforderlich und durch nichts zu ersetzen in so vielen Dingen im Leben. In diesem Sinne, hol dir gerne tolle Finanzbücher. Ich habe übrigens auch eins geschrieben, Seelenfrieden für Ihr Vermögen. Eine Geschichte, die Ihnen Ihr Banker nie erzählen würde. Natürlich ein lesenswertes Buch. Ich habe noch eine zweite Veröffentlichung, die Vermögensplanung für den Profisport. Warum es vielen oder warum eigentlich jeder vierte Profisportler innerhalb von 5 Jahren nach Beendigung seiner aktiven Karriere tatsächlich pleite ist. Extrem spannendes Thema. Nur wenn du jetzt aber kein Profisportler bist, dann vielleicht eher Seelenfrieden für Ihr Vermögen. Oder schau bei Amazon, was es sonst für tolle Bücher gibt. Hol sie dir, lese dir ein finanzielles Grundwissen an. Das ist absolut sinnvoll, um auch mal mit einem Berater sprechen zu können, um auch mal kontrovers in eine Diskussion einzusteigen. Aber bitte, greif auf die Erfahrung eines erfahrenen Beraters zu, wenn es darum geht, für dich die richtige Kapitalanlagestrategie zu suchen. In diesem Sinne, alles Gute.